Das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme liegt mitten im Herzen Europas. Im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Die beiden Standorte in Saarbrücken und Kaiserslautern bieten Wissenschaftlern aus aller Welt optimale Forschungsbedingungen. Seit 2005 betreibt das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme hier Grundlagenforschung auf Spitzenniveau. Schwerpunkte sind verteilte und eingebettete Systeme, Netzwerke, innovative Programmiersysteme, Analyse und Verifikation von Softwaresystemen und Sicherheit. Spitzenforschung braucht exzellente Rahmenbedingungen. Daher sind die neuen Forschungszentren voll auf die Bedürfnisse der Wissenschaft ausgerichtet. Zurückhaltende Architektur bildet einen Rahmen, in dem sich Ideen ungehindert entfalten können. Kommunikationsinseln schaffen Platz für zufällige Begegnungen und spontanen Austausch. Von hier führen kurze Wege zu großzügigen Büros, die konzentriertes Arbeiten allein oder in Gruppen erlauben. Ihr Zuschnitt kann durch die modulare Bauweise jederzeit an sich wandelnde Bedürfnisse angepasst werden. Zu den exzellenten Rahmenbedingungen gehört auch eine optimale technische Ausstattung. Die Institute in Saarbrücken und Kaiserslautern sind durch eine audiovisuelle Standleitung rund um die Uhr miteinander verbunden. Die Forschung des Max-Planck-Instituts für Softwaresysteme ist geprägt von Offenheit und Transparenz, gemäß dem Grundsatz, dass bahnbrechende Ideen entstehen, wenn Forscher, die unterschiedlich denken, miteinander ins Gespräch kommen. Diese Philosophie spiegelt sich auch im Zuschnitt der Gebäude und in den Baumaterialien wider. Die großen Glasfronten ermöglichen ein natürliches Zusammenspiel zwischen Innen und Außen. Sie forschen in einem naturnahen Umfeld, das auch ökologischen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme. Hier arbeiten Spitzenforscher aus aller Welt an den grundlegenden Herausforderungen der Informationstechnologie.